illegale Minecraft-Basen, die eigentlich auf meinem Server komplett gelöscht wurden. Wir haben sie gesichert, damit ich sie euch in dem Video präsentieren kann. Von lustig bis widerwärtig ist alles dabei heute. Wir arbeiten uns langsam hoch. Die letzte Base ist auf jeden Fall die schlimmste Base, die ich jemals gesehen habe. Junge, zieh deinen Stock aus, Mann. Das ist doch eine geile Base, Mann. Digga, Marlon, darum geht's doch jetzt überhaupt gar nicht. Guck mal hier, hast du vergessen, um was es geht? Ich hab keinen Bock, gib noch einen. Junge, du hast schon vier Beacons. Okay, ich mach's. Hallo, liebe Zuschauer. Ich will, dass ihr jetzt auf opsucht.net joint. Denn wenn ihr in die Lobby geht... Nein, ich hab darauf keinen Bock. Ich mach das nicht, Mann. Ich mach Komm das nicht. Komm hier, nimm. Gib noch einen. Noch einen. Okay. Joint in die Lobby, sucht euch ein Citybuild aus und kommt auf den besten Citybuild-Server in Deutschland. Geht auf ein Citybuild eurer Wahl und gebt Slashcode Base ein, um, was kriegt man nochmal für die... 50.000. Junge, gib mir ein Weekend. Ich hab darauf... Junge, ich verkauf... Okay, gib Slashcode Base ein und kriegt 50.000 Dollar. Also, komm jetzt online. Opsucht.net für Handy und PC. Achtung, schaut euch dieses Video hier auf gar keinen Fall an, wenn ihr schwache Nerven habt, Leute. Auf gar keinen Fall. Emmy, hast du schwache Nerven? Nein. Okay, perfekt. Dann bist du ja der perfekte Gast in meinem heutigen Video. Du weißt ja schon, was wir heute vorhaben. Freunde der Sonne, wir haben hier 8 verbotene, illegale Basen, die von OP-Sucht gelöscht wurden. Alle Spieler, die diese Basen gebaut haben, sind mittlerweile gebannt. Aber wir haben uns gedacht, wir tragen die alle einfach mal zusammen. Nehmen die natürlich von unserem Hauptnetzwerk runter, damit kein Spieler sich diese Basen jemals wieder angucken muss. Aber wir dachten uns, heute machen wir einfach mal ein Best of verbotene Basen und zeigen euch die mal in dem Video. Also ich würde sagen, wir fangen wirklich heute ganz, ganz schwach und soft an, obwohl das auch schon echt assi ist, was er gemacht hat. Aber es wird immer schlimmer und immer schlimmer und schlimmer und ich weiß wirklich noch nicht, ob ich euch die letzten Basen wirklich im Video zeigen kann. Das ist wirklich das Schlimmste und Dreckigste und Asozialste, was man wirklich in Minecraft bauen kann. Ich sag's euch. Ich hab's erst gar nicht geglaubt, dass das wirklich User gebaut haben. Ich würde sagen, wir fangen mal an bei der ersten Base, Emmy, oder? Und let's go. Die erste Base für heute. Die erste Base sieht wirklich, also wunderschön aus. Was haben wir denn hier? Eine Handelkammer. Ah, wer kennt sie nicht? Die gute alte Handelkammer. Also auf den ersten Blick sieht alles recht normal aus, muss ich sagen. Käufer, ja. Verkäufer. Okay, ich ahne Böses. Kaufer und Verkaufer, okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert. Ja. Ich glaube, hier drunter. Also, Hilfe. Das ist ja schon echt asozial, ne? Und halt auch einfach so schlecht gemacht, ne? Aber so schlecht gebaut, nicht mal mit Redstone oder sowas. Er hat sich überhaupt keine Mühe gegeben. Ja, das ist, glaube ich, wirklich verdient den Preis als schlechteste Scammer-Falle, die ich jemals hier gesehen habe. Was gibt's sonst noch zu sehen? Okay, ja, wir haben hier ein Bett, aber das war's dann auch. Ja, wir haben ja gesagt, wir fangen soft an, es wird wirklich immer schlimmer. Und ey, ganz am Ende, ich weiß noch nicht, ob ich das bringen kann auf YouTube, Emmy, wirklich. Ich glaube, das kann man echt nicht bringen. Ich glaube, das ist zu kritisch. Das kann man überhaupt nicht machen. Ja. Wir machen auf jeden Fall weiter bei Numero 2. Tja, was haben wir hier? Wir haben wieder ein Haus. Die kostenlosen Dias ins Haus gehen und Treppe hoch. Seriöser Smiley. Ich bin mir sicher, hier gibt es wirklich kostenlose Diamanten, Emmy. Hier unter der Treppe steht einfach alles scamfrei. Stimmt. Das hört sich logisch an. Alter, wer benutzt denn solche Smileys, Mann? Der triggert mich ja richtig. Was ist denn hier passiert? Oh, noch mehr Schild. Oh, ich bin direkt in die Scammerfalle reingelaufen. Ja, also, das Ding ist, Leute, lasst euch... Aber ich muss sagen, das war schon kreativer, ne? Er hat sich schon mehr Mühe gegeben. Auf jeden Fall. Aber Leute, lasst euch bitte nicht so billig verarschen, wirklich. Tja, ansonsten auch jetzt nichts sonderlich Spektakuläres. Es wird so langsam interessanter, Leute. Haltet euch wirklich fest. Und wirklich, so langsam solltet ihr echt abschalten gleich, wenn ihr schwache Nerven habt. Ich sag mal so, ab der vierten Base wird es ein bisschen extremer. Jetzt haben wir hier noch die dritte. Okay, ja. Ja, jetzt wird's schon extremer. Es wird schon kritischer. Was sehen wir hier? Wir sehen hier ein Feld. Ein Feld. Man könnte ja denken, wow, ja, hier werden Tannenbäume angepflanzt, oder? Ja, könnten ganz normale Setzlinge sein. Geht wieder an die Arbeit. Kinder, ja, genau. Sehr sympathisch auf jeden Fall an der Stelle. Und ja, hier seht ihr es schon. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich das zensieren muss. Auf jeden Fall
geht's um nicht so legale Substanzen hier. Ich muss dich mal informieren noch, ob ich das dann am Ende des Tages zensieren muss. Was? Das werde ich nicht vorlesen. Jo, mehr produzieren. Ah ja, okay. Wow, wow. Oh mein Gott. Alles also, klar. Ich weiß ja nicht, was bei der Person hier los war, aber das ist nichts, worauf man einfach so kommt. Also ich sag mal so, die Person hat auf jeden Fall einen sehr speziellen Humor. Aber wir brauchen nicht darüber reden, dass sowas auf einem Minecraft-Server halt einfach nichts zu suchen hat, ne? Aber gut, das war erst Base Nummer 3. Und wir haben noch 5 vor uns. Es wird immer schlimmer. Was war denn die Base hier nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Die Base ist tatsächlich eine gute Frage. Ich dachte, die 4. ist die rosane Base, wenn du weißt, was ich meine. Ja, dachte ich nämlich auch. Aber anscheinend noch nicht. Okay, dann müssen wir das erstmal rausfinden. Was gibt's denn hier Schönes? Also, das sieht alles normal aus hier im Haus. Das sieht echt richtig normal aus hier, ne? Eigentlich haben wir eine normale Farm. Häuschen. Ich gehe mal in Gang. Okay, komm mal unterirdisch. Oh, ach, geht's wieder um nicht so legale Substanzen? Ja, hier hat sogar jemand Preise mittlerweile angegeben. Ist es ja sogar legal. Mittlerweile ist es ja sogar legal. Ah, ja. Aber trotzdem nicht so erwünscht, ne? Nee, nicht so erwünscht, Leute. Sowas sehen wir halt einfach nicht so gerne auf OP-Sucht, Leute. Also, soll jeder machen, was er will. Ist ja vielleicht auch überhaupt nicht böse gemeint von ihm, ne? Aber Leute, warum macht man sowas? Könnt ihr nicht einfach Diamanten verkaufen oder so, Mann? Und jetzt haltet euch fest, Base Nummer 5 hätte den ganzen Server zerstören können. Okay? Den ganzen Server. Gott sei Dank wurde das frühzeitig bemerkt. Da hat einfach ein Ex-Admin Milliarden von Items sich gesaved. Ich weiß nicht, wollen wir Namen droppen? Wir droppen mal keine Namen, oder? Nein, droppen wir mal nicht, weil am Ende des Tages machen solche Admins das auch irgendwie immer nur, um dann irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Auf jeden Fall, tja, hat er hier diese Base gebaut und wollte da mal ein paar Items in Milliardenhöhe verhökern, ne? So, ich glaube, jetzt wird's wirklich nur noch schlimmer, ne? Das war Es war jetzt halt einfach nur verbotene teure Items. Jetzt geht's wirklich los, Leute. Jetzt haltet euch fest. Warum baut man sowas in Minecraft? So, also Leute, mit Puff ist natürlich gemeint. Puff wie beim Böller, ihr wisst Bescheid. Tja, wir haben hier Raketen am Eingang. Warum baut man sowas? Leute, baut sowas auf gar keinen Fall nach, Leute. Je weiter man läuft, desto schlimmer wird. Digga. Ich will mir die Schilder gar nicht erst angucken. Zeigt ihm, wie ich muss mich wirklich erstmal gleich beraten, was ich hier zensieren muss. Ich sag's dir, Emmy. Also, die Schilder würde ich mir erst gar nicht angucken, ja. Da muss vermutlich alles weg. Wir können ja mal nach oben rennen, ob es besser klar. wird. Leute. Ja, wofür oh mein Gott. Diese Endstäbe wohl gedacht sind, ne? Guck mal, komm mal zu mir. Oh mein Gott. Warum macht man sowas, Mann? Komm mal Warum? Zu mir. Ja. Guck mal, wem dieser Raum hier gehört. Ja, hast du vielleicht alles irgendwas zu sagen, klar. Oder? Ey, psch, darf doch niemand wissen, Emmy. Was ist denn? Hast du noch im Keller was? Oh mein Gott. Auch wenn es nur Minecraft-Blöcke sind, ich zensiere es einfach. Ich weiß nicht, wie YouTube drauf ist, aber guck dir mal an, was da auf der Wand ist. Da hat sich ja jemand Mühe gegeben. Junge. Oh mein Gott. Ja, braucht man nicht drüber reden, warum diese Base am Ende des Tages, entfernt wurde. Schnell weg hier. Wir haben jetzt eine Base, bei der es tatsächlich ziemlich viel zu erkunden gibt. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, aber glaub mir, von Raum zu Raum wird schlimmer und du wirst gleich verstehen, was ich meine. Also hier im Haus sieht alles normal aus, aber hier gibt es auch noch so eine kleine Höhle. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Meine kleine Kreativkammer. Was hier steht, nicht zu ernst nehmen. Okay, immerhin hat er gesagt, was hier steht, nicht zu ernst nehmen. Also, wir haben hier das Tor zur Hölle. Ja. Hier geht schon los. Oh mein Gott, warum steht bei mir der Teufel? Na, hallo? Hast du mir vielleicht was zu sagen, Emmy? Nein, hast du mir vielleicht was zu sagen wegen dem, was hier oben ist? Also auf jeden Fall, ich glaube, hier hat dich jemand sehr gerne. In der... Der das Plot gebaut brennt hat. In der beschissenen Hölle brennt. Ja, Schmort. Gott wird euch strafen. Ah ja, die haben uns richtig, richtig gerne. Man könnte denken, da hört's auf, aber hier geht's noch ein bisschen weiter. Wilkus und Philips Hexenkessel. Hier werden kleine Kinder alles klar. Oh mein Gott, weißt du, wer die beiden hier in dem Ding sind? Wer? In dem Hexenkessel. Das sind einfach Christian und Patrick, zwei Moderatoren von uns. Grüße gehen raus. Okay. Oh mein Gott. Okay, ey, hier bist du. Frau...
Oh. Oh nein. Frauen gehören in die Küche. Frauenfeindliche Jokes. Und nicht an einen PC. Ah, ja. Willst du nicht deiner Berufung folgen, wie das hier steht, Emmy? Lass mich in Ruhe. Komm in den nächsten Raum. Okay, alles klar. Nee, komm doch nicht in den nächsten Raum. Was? Geh da nicht durch. Geheime... Ah, Junge! Warum seid ihr immer so... Warum müsst ihr immer... Warum macht ihr sowas? Leute, wir sind hier... Ja, okay, okay. Ja, alles klar, alles klar. Alles klar, ja. Okay, okay. Okay, das kannst du auf YouTube sagen. Junge, was? Nein, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Wer baut denn sowas, Digga? Was? Junge, das kannst du doch nicht bringen. Er schreibt sogar noch ran, Baugebilde von meinem Idol. Jo. Und Leute, das Ding ist, ich hab mir geschworen, dass ich sowas eigentlich überhaupt nicht mehr zeigen will auf YouTube. Und es ist halt einfach auch einfach eine bodenlose Frechheit, dass man sowas baut, das geht komplett unter jede Gürtellinie. Es ist eine absolute Frechheit, hat in echtem Leben nichts zu suchen, es hat in Mannschaft nichts zu suchen, es ist überhaupt nicht mehr lustig, es ist einfach nur asozial. Ha, komm, Emmy, mach's einfach, mach's weg, lass es hinter uns bringen. Leute, das hier... ich gehe da jetzt gar nicht drauf. Ich kann das gar nicht zeigen auf YouTube. Hier wird von Heil geredet. Hier ist ein... Ganz viel Rassismus, ganz viel... Also Dinge, die man auf jeden Fall nicht sagen sollte und Dinge, die man nicht hören will. Ja, hier sind auch... Ja, das Ding ist, ich glaube, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass hier sind, oder? Nein. Leute, er hat hier wirklich... Also, das kann ich nicht zeigen, das kann ich zeigen. Es wird gestrikt, es wird mehr als nur demonetarisiert. Er ist hier so ins Detail gegangen. Es ist einfach nur widerwärtig, Leute. Abschaum, menschlicher Abschaum. Wirklich, ich will mir das gar nicht angucken, dass solche Leute überhaupt auf den Server kommen. Und das hier sind quasi, ja, die Creme de la Creme der verbotensten Basen der letzten 2,5 Monate. Lasst einen Like da, wenn wir sowas nochmal machen sollen. Kommt auf OP-Sucht, abonniert einfach Emmy und schreibt eure Lieblingsbase in die Kommentare. Bis dahin, ciao, ciao. Junge, zieh deinen Stock aus, Mann. Das ist doch eine geile Base, Mann. Digga, Marlon, darum geht's doch jetzt überhaupt gar nicht. Guck mal hier, hast du vergessen, um was es geht? Ich hab keinen Bock, gib noch einen. Junge... Du hast schon vier Beacons. Okay, ich mach's. Hallo, liebe Zuschauer. Ich will, dass ihr jetzt auf opsucht.net joint. Denn wenn ihr in die Lobby geht... Nein, ich hab darauf keinen Bock. Ich mach das nicht, Mann. Ich mach Komm das nicht. Komm hier, nimm. Gib noch einen. Noch einen. Okay. Joint in die Lobby, sucht euch ein Citybuild aus und kommt auf den besten Citybuild-Server in Deutschland. Geht auf ein Citybuild eurer Wahl und gebt /code base ein, um, was kriegt man nochmal für die... 50.000. Junge, gib mir ein Weekend, ich hab darauf... Junge, ich verkauf... Okay, gebt /code base ein und kriegt $50.000. Also, komm!